Direkt am Essen U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer Nervenklinik befindet sich das riesige Gelände der ehemaligen städtischen Irrenanstalt. Hier im damaligen Dahldorf wurde sie von 1877 bis 1879 gegründet. Entworfen wurde die 45 Hektar große Anlage mit Parklandschaft, auch Bonnie's Ranch genannt, vom Berliner Stadtbaumeister Hermann Blankenstein, der die Bauwerke im klassizistischen Stil als gelbliche Ziegelbauten mit verklinkerten Fassaden errichten ließ. Das negative Image der Irrenanstalt sorgte im Jahr 1905 für die Umbenennung des Vorortes in Wittenau nach dem Bürgermeister Paul Witte. Ganze 6 Mal erfolgten Namenswechsel des bis heute genutzten psychiatrischen Krankenhauses. Seit 1997 gehört das Haus unter der Leitung von Vivantes zum Humboldt-Klinikum. Die Ausstellung Totgeschwiegen informiert über die Geschichte der Anstalt und befindet sich auf dem Gelände.